Wer erinnert sich nicht dran? Am Ende der Schulzeit die wichtigste Frage, was will ich mal werden, wo geht's hin? Offenbar haben sich sehr viele laut einem Schülerbarometer Schüler für die Bundeswehr als Arbeitgeber interessiert. Das ist eine ausgesprochen erfreuliche Nachricht, dass die Bundeswehr auf Platz 2 der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland steht. Dabei ist die Bundeswehr gar kein Arbeitgeber wie alle anderen. Es geht nicht um irgendeinen Job, sondern es geht um einen Dienst für unser Land. Und wer das tun will, der muss einmal an die Grundsatzentscheidung getroffen haben, nämlich die Bereitschaft mitbringen für die Freiheit, für die Sicherheit unseres Landes, im Zweifel auch das eigene Leben einzusetzen. Umso bemerkenswerter ist dieses Umfrageergebnis unter Schülerinnen und Schülern. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Klarer Fall, die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen erreicht man über Social-Media-Kanäle. Auch da ist die Bundeswehr sehr aktiv. Auf Platz 1 für den stärksten Auftritt einer Karriere-Webseite und auf Platz 1 für den besten Social-Media-Auftritt. Das ist in der Tat eine Auszeichnung für alle, die in der Bundeswehr diese Arbeit leisten, die sich da einbringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die verstärkte Präsenz der Bundeswehr in der Öffentlichkeit ein bisschen dazu beigetragen hat. Die Bundeswehr ist in den letzten Wochen und Monaten bundesweit mit Hilfeleistungen in der Corona-Pandemie präsent gewesen, ob in Altenheimen oder Gesundheitsämtern. Die Leute packen einfach an und leisten ihren Dienst. Ich glaube, das hat viele auch motiviert, sich mit der Bundeswehr zu beschäftigen. Und insofern ist das eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung. Die Bundeswehr bietet auch Perspektiven. Wir stellen ein, wir bieten sichere Arbeitsplätze und wir bieten auch anspruchsvolle Aufgaben. Vielen Dank.